Eine Motorsäge durchbricht auf dem Antholzer See die winterliche Stille und die 30 bis 40 cm dicke Eisschicht. Die Taucherinnen und Taucher des Sportdiverclubs Bozen schneiden mehrere Löcher in die Eisdecke. Ein schwieriges Unterfangen, denn auf der Eisschicht haben sich Wasser und Schnee angesammelt. Ja, der Aufwand war heuer, muss ich sagen, sehr enorm, weil es hat mehrere Schichten. Das heißt, die Eisschicht an sich, die sich wahrscheinlich im Dezember gebildet hat, die kristallklare, die ist relativ tief unten. Die ist ca. 70 cm tief unten. Zusätzlich hat es draufgeschnieben und auf drau geregnet. Das heißt, wir haben eine Schneeschicht, eine Wasserschicht und dann wieder eine Eisschicht. Und da arbeiten ist fast unmöglich gewesen. Also wir haben wirklich 2 Tage lang geschöpft und geschnitten mit der Motorsäge. Mit vereinten Kräften ziehen die Männer die schweren Eisblöcke aus dem Wasser. Etwas abseits beobachtet die 18-jährige Kroatin Valentina Kafola das Geschehen. Sie möchte hier in Antholz den Weltrekord im Freitauchen brechen. Bis es soweit ist, darf sie nicht gestört werden. Wie wir wissen, ist ein Freitauchsport mehr ein Mentalsport als ein physischer Sport. Du musst mental in der Lage sein, sowas zu machen. Bei der Valentina ist es so, sie ist das erste Mal, dass sie es unter Eis versucht. Sie ist schon seit vielen Jahren eine Apnoe-Taucherin, aber unter Eis ist es ihr erster Versuch. Sie hat es zwar in den ersten Proben, die wir gemacht haben, relativ positiv aufgenommen. Sie war nicht erschreckt, weder vom Dunkeln noch von der Kälte. Aber natürlich, die Leistung ist schon sehr, sehr, sehr gewaltig. Weil erstens sind mal 110 Meter so und anders schon eine lange Strecke. Und unter dem Eis ist natürlich mit der Kälte und mit dem Dunkeln und so weiter, ist natürlich sicher noch schwieriger, als wie es in einer anderen Wasserart sein könnte. Bevor es losgeht, muss die 111 Meter lange Strecke, die Valentina unter dem Eis schwimmen will, eingerichtet werden. Aus Sicherheitsgründen haben Taucher eine Orientierungsleine gezogen, an der sie in exakten Abständen Schilder anbringen, an denen die Distanz abgelesen werden kann. Entlang der Strecke sind mehrere Sicherheitsausstiege angebracht worden, sodass die Freitaucherin im Notfall an die Oberfläche schwimmen kann. Der derzeitige Weltrekord liegt bei 110 Metern. In Antholz sollen die 111 erreicht werden. Also es schaut so aus, wir haben dementsprechend ein großes Loch gemacht, dass sie an der Wasserfläche oben liegen kann, sich konzentrieren kann. Sie holt noch den ersten Atemzug und dann taucht sie ab. Und dann bewegt sie sich mit einer Flosse schön langsam, gleichmäßig, bis sie nach Ziel erreicht hat. Die ersten Versuche sind mühsam. Valentina muss sich erst an das 2 bis 3 Grad kalte Wasser gewöhnen. Der rund 10 mm dicke Neoprenanzug schützt sie zwar vor der Kälte, aber je länger sie im Wasser ist, umso schneller kühlt ihr Körper aus. Mit ihrer Monoflosse kann sie im Vergleich zu einem Gerätetaucher schneller unter Wasser schwimmen. Ein Taucher mit einem Unterwasserscooter begleitet die 18-Jährige. An jedem Sicherheitsloch ist ein weiterer Rettungstaucher positioniert, der im Notfall eingreifen kann. Wenn man denkt, dass heute die Rekorde vom Apnoe, also vom Atemeinhalten, natürlich ohne Belastung, also im Ruhestand, sind wir bei den 22 Minuten, so was ähnliches, etwas Undenkbares. Der Rekord zum Beispiel von Valentina ist bei den 5,5 Minuten, hat sie ihren Personalbest. Was sie hier brauchen wird zu dieser Strecke, sind circa 2 Minuten. Aber natürlich, die Anspannung ist nicht ein Ruhestand, es ist natürlich sie ist unter Körperbelastung, sie ist unter psychologischen und mentalen Belastung und natürlich ist das nicht leicht. Die Spannung steigt. Nach 3 Tagen langer Vorbereitung ist es nun endlich soweit. Valentina macht sich auf den Weg zum Einstiegsloch. Ein paar Schaulustige haben sich am Antholzer See versammelt und verfolgen gespannt den Weltrekordversuch. Kurz vor dem Start erhalten die Organisatoren die schlechte Nachricht. Aufgrund fehlender Notfallmedikamente will die eigens aus Rom angereiste Ärztin die Verantwortung für den Weltrekordversuch nicht übernehmen.
Auch das Gremium rund um den Schiedsrichter, der den Versuch beglaubigen muss, zieht sich zurück. Doch Valentina lässt sich nicht beirren. Auch wenn ihre Leistung nicht offiziell anerkannt wird, so will sie es trotzdem versuchen. Nach all der aufwendigen Vorbereitung möchte sie jetzt nicht aufgeben. Mit dem Schnorchel holt sie ein letztes Mal tief Luft. Dann schwimmt sie los. Wir können nur den Start mit unserem Unterwasserkameramann verfolgen. Ein zweiter Kameramann ist am Ziel in Position. Gespannt warten die Teammitglieder am letzten Eisloch und versuchen, Valentina im dunklen Wasser ausfindig zu machen. Nach knapp 2 Minuten ist es soweit. Beinahe schwimmt sie an der 111-Meter-Marke vorbei. So konzentriert ist die junge Kroatin. Mit Leichtigkeit taucht sie aus dem eiskalten Wasser. Sie hat es geschafft. Überglücklich. Und als ob nichts gewesen wäre, sitzt Valentina Kafolla am Rande des Eislochs. Am Telefon kommen die ersten Glückwünsche ihrer Familie zu Hause in Kroatien. Den Weltrekord, der kein offizieller ist, hat sie geschafft. Ich habe den Rekord der Weltrekordhalterin gebrochen. Das ist alles, was zählt. Was andere denken, ist mir egal. Die Taucherinnen und Taucher des Sportdiverclubs sind zwar ein wenig enttäuscht, dass es offiziell nicht geklappt hat mit dem Weltrekord. Doch am Nachmittag sind sie schon wieder im Einsatz, um interessierten und angehenden Eistauchern die Faszination ihrer Lieblingsbeschäftigung näher zu bringen. Die Erkundung der Unterwasserwelt des Antholzer Sees.